einmal mehr begrüße ich euch von der High End 2019 hier in München. Ja, wer High-End-Komponenten, Audio-Komponenten unterbringt, kauft oder irgendwo hinstellen möchte, der kommt natürlich zwangsweise nicht um den Möbelkauf herum. Wie man sehen kann, bin ich hier bei Rotering unterwegs. Neben mir sitzt der Thomas. Und von der Firma Rotering, ich habe es ja schon gesagt, gibt es dieses Jahr zwei Neuheiten zu sehen. Das ist einmal aus der Belmaro-Serie. Du, glaube ich, kannst mir da noch ein bisschen mehr zu sagen, was da besonders drin steckt. Ja, hier haben wir das Belmaro Beat A2000L. Und wir haben in diesem Möbel Nubert-Lautsprecher verbaut. Die Aktiv-Lautsprecher von Nubert, basierend auf der A600er-Serie. Hiermit bieten wir also dem Kunden ein Möbel mit Plug-and-Play-System. Das heißt, der Kunde kann das Möbel bestellen und stellt seinen Fernseher drauf und kann dann im Plug-and-Play-System das Möbel bzw. die Lautsprecher direkt nutzen. Also quasi ein, ja, sag ich mal, Komplettsystem, All-in-One-System oder wie du es mir gerade schon gesagt hast, also hier ein Besucher hat gesagt, er darf keine Lautsprecher mit nach Hause bringen, vom Möbel war aber keine Rede. Genau. Also man sieht ja ganz klar hier unten schon, du hast gesagt, oder die Informationen, die wir im Vorfeld bekommen haben, auf A600-Basis basiert das Ganze. Genau, das ist korrekt. Das ist in Zusammenarbeit mit der Firma Nubert konzipiert und dann wirklich für das Möbel angepasst, sodass man hier den optimalen Klang aus seinem Möbel herausbekommen kann. Okay, eine Sache noch speziell zu diesem Modell. Wir haben ja ein paar Überblendungen, habt ihr das ja schon gesehen, noch anders dargestellt hier. Den wird es auch in anderen Farbvariationen geben. Den kann ich mir im Online-Shop dann aussuchen und dann anpassen, wie es mir gefällt, oder? Genau, das ist richtig. Also wir haben unsere Basisausführungen. Das ist Eiche, Struktureiche, Nussbaum. Das ist schwarz, weiß, braun lackiert. Aber auch optional sind andere Sachen natürlich möglich. Okay, das zu dem Modell. Ihr habt da noch ein zweites, da gehen wir einfach mal rüber. Gerne. Ja, wir hatten ja das Gaena Protect 260 vor einer ganzen Weile schon mal auch vorgestellt in einem Artikel, den ich hier an der entsprechenden Stelle verlinkt habe. Nun gibt es hier, ich muss nochmal raufgucken, das Gaena Protect Sound, ebenfalls mit Nubert-Technik ausgestattet. Man vermutet es hier schon. Ja. Thomas? Ja, das ist richtig. Auch hier haben wir wieder Lautsprecher von der Firma Nubert verbaut, basierend auch wieder auf der A600, diesmal in der vertikalen Variante. Auch wieder in Zusammenarbeit mit der Firma Nubert für das Möbel optimiert. Und wir können da gerne mal reinschauen. Hier haben wir die bekannte Steuerung von der Firma Nubert. Bassreflexöffnung nach vorne, sodass wirklich die volle Power, kann man sagen, nach vorne raus kann. Genau. Ja, also ich denke mal, die wirklich sehr elegante All-in-One-Lösung, also wir haben ja auch die Magnethalterung, also keine Stifte oder so, man kann das hier ganz bequem abnehmen und so weiter. Frage meinerseits, Farbvariation, gehe ich mal stark davon aus, ist das Möbel auch anders auswählbar? Wie sieht es mit diesen Bespannungen aus? Wird es da auch andere Farben geben? Da kann der Kunde auch gerne andere Bespannungen auswählen. Grundsätzlich wird dieses Möbel erstmal mit dieser Variante angeboten. Aber wie schon gesagt, wir machen auch Customized Möbel. Das heißt, der Kunde kann auch Anpassungen anfragen. Da ist auch Breite, Tiefe machbar. Also von daher sollte das kein Problem sein. Okay, wie sieht es denn bei den Preisstaffelungen aus? Ich denke mal, nach oben ist ja meistens kaum eine Grenze gesetzt. Aber hast du so Einstiegsrichtung für beide Geräte oder Modelle, was wir jetzt gesehen haben? Also beide Möbel liegen bei 2600 Euro inklusive der Aktivlautsprecher. Okay, das ist ja meine Ansage, das lasse ich mal einfach so stehen. Werten muss das, glaube ich, jeder für sich persönlich. Ich danke dir für den Moment. Ganz interessante Produkte. Wir werden die uns sicherlich auch mal anschauen, denke ich mal. Mal aufbauen, wie das Ganze so im eigenen Heimkinoraum aussehen wird. Und danke dir für deine Zeit und schaut auch gerne auch noch unsere anderen Videos von der Messe an. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank.